Hallo und willkommen zurück, ihr Schnitten. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gespielt, das heißt, ich hatte Zeit, mir zu überlegen, wie es hier weitergehen könnte. Ich muss allerdings ein Fenster wenigstens offen lassen, weil es ist mein größter Feind, die Sonne ist wieder da und ich habe hier in dem Zimmer bestimmt schon 30 Grad eben gehabt. Ich kann das Fenster, die Fenster allerdings nicht zu weit auflassen, weil diese behinderten Motorradfahrer die Hauptstraße wieder unsicher machen, die Bundesstraße. Deswegen bin ich hier so ein bisschen angefickt gerade. Aber ich konnte mir Gedanken darüber machen, wie wir hier weiterkommen könnten. Alter, das ist so unfassbar, wie diese Drecksmotorräder laut sind, ey. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen runter gepegelt, dass das vielleicht nicht so sehr anschlägt, wenn die vorbeifahren und so weiter. Das ist echt nervig. Vor allem, wenn ich rede, dann hörst du die ja trotzdem. Und zwar habe ich da, siehst du das? Da? Ist er das da? Das ist bestimmt die Angel, die uns fehlt. Und ich denke, mit dieser Angel. Ja, dann mache ich mich das aggro. Mit dieser Angel können wir eventuell das Problem ist, dass ich die auch unterm Headset höre, extrem laut. Und da weiß ich, dass die halt einfach assi sind. Naja, gut, was soll's. Könnte einfach die Hauptstraße sprengen, aber egal. Sollte meine Umgehung für den Ort geben. Das wurde aber nie durchgesetzt bis jetzt. Da wäre ich echt mega dafür. Ganz ehrlich, weil es fahren ja nicht nur Motorrad, sondern auch LKWs und alles durch und das ist einfach extrem laut. Deswegen kann ich auch im Sommer hier fast nicht lüften, ohne dass die Aufnahmen durch Hintergrundgeräusche verunschönt sind. Aber egal. Mit der Angel können wir bestimmt den Schlüssel da rausholen und dann die Tür aufschließen, um dann vielleicht die Achterbahn zum Stehen zu bringen. Und hierbei musste ich daran denken, dass das aussieht wie so ein magnetischer Kran, womit man hier so ein Schrottkran, wo man Autos so, weißt du, hochhebt mit und so. Und ich dachte mir, wenn das hier reingetunkt wird, dann lädt sich das bestimmt elektrisch auf und ist dann ein Magnet. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher gewesen, was das bringt, weil wir haben wir das schon probiert, da rüber zu fahren? Fahr das mal rüber. Okay, gib ihn. Aha! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Feuerwehr. Wie sind die alle magnetisch? Magnetange. Ah, so, okay. Okay, easy. Und jetzt können wir mit der Magnetange nämlich den Schlüssel da rausholen. Meine Kombination, ich hatte 2 Tage dazu Zeit. Wann hatten wir denn selbst gebaut Magnetangel? Aber ich das feiere ich ja so ein Kleingeld. Ah, guck mal, geil. Und eine Bremse. Und nun können wir jetzt da hin. Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Stern am Morgenhimmel. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? Ich wünschte, es gäbe diese Option. Mick Kronecker. Wenn er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Du musst loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lasse mir was einfallen. Okay. Wir müssen den ja irgendwie lose kriegen. Wir gehen erstmal zurück. Warte mal. Wo brauchten wir das Kleingeld nochmal? Achso, alles klar, warte mal. Geh mal kurz. Können wir das eigentlich mitnehmen? Das ging ja irgendwie nicht, ne?
Der nimmt da die mit. Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Fleischmützen? Können wir die den, dem... Alter, wollte hier am Rand gehen und wenn ich jetzt zum Beispiel bin ich im zweiten Bildschirm und jetzt bin ich noch im Spiel. Das heißt, wenn ich hier zu weit rausgehe, das Spiel, warte mal, das mobbt mich nämlich. Ich verstehe das gar nicht, weil wir haben ja eigentlich Vollbild, ne? Und wenn Vollbild ist, dann dürfte ich doch eigentlich nicht aus dem Spiel klicken dürfen. Das ist ein bisschen doof programmiert. Ganz ehrlich, Detailik, das finde ich scheiße. Weil ich komme jetzt, wenn ich hier so am Rand komme, dann komme ich, jetzt siehst du das? Dann bin ich dann so im zweiten Bildschirm. Und wenn ich dann auf den zweiten Bildschirm klicke, minimiert sich das Spiel. Das ist, normalerweise ist das kein Problem bei meisten Spielen. Hier hört dann die Aufnahme auf. Das heißt, ich muss jetzt wieder schneiden an der Stelle. Aber das ist nicht so schlimm. Problem ist, weil ich dann auch mal doppelt klicke. Oder ich will jetzt noch beziehen. Der wollte die haben, ne? Gib dem erstmal hin. Der Trend geht offenbar weg vom Trend. Ne, gib dem das doch hin. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder, eine Ausgabe von Hertz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm, ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Retro-Magazin. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Offenbar sind Fleischmützen. Fleischmützen? Warte mal, lass mich mal da. Wo braucht man denn das Kleingeld? Moment. Lovometer? Braucht man das Lovometer-Kleingeld? Automat, der Liebes kennt. Nach meiner Erfahrung. Nee, wo brauchten wir denn nochmal das Kleingeld? Das ist mir gerade entfallen. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 4 Münzen. Eine Bowling-Poliermaschine. Wir müssen irgendwie die Bowling-Poliermaschine auch in Gang kriegen. Problem ist, wir müssen auch auf die Gleise. Wir gehen nochmal. Ach halt! Zurück. Hier war das. Das Ding habe ich voll ignoriert am Rand da. Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist. Diesmal krieg ich den Ring. Jetzt sind nur hier noch 4 Dinger, oder? So ein Scheibenkleister. Komm schon, Ringo. Komm, 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 komm. Doch nicht. Also wir müssen das mal die rausnehmen, oder? 3 Kaugummis und das einmal. Jetzt hab ich dich. Hat ja keine Wahl, oder? Ne. War ja klar. Hinterher! Der rollt jetzt bestimmt einfach weiter, wenn wir. Da liegt der Ring ja. Was? Wie können wir denn jetzt da reingehen? Können wir mit der Kamera da rein fotografieren? Also dann Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte. Au, au. Bitte nicht. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Hä? Also dann. Drei Kaugummis. Können wir die da reinstecken? Ah, alles klar. Haha, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenlöcher. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Die Fratze. Ohne Witz, okay. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können.
Boah. Retro. Noch ist das ich bin. Nein. Noch ist das ich. Der Trend geht auf. Weg vom Trend. Damit wie außer. Ich muss wohl so außen. Ich probiere das jetzt aber alles mal miteinander. Kann ich hier. Die muss wohl nochmal in die Maske. Hä? Stimmt, besser. Stimmt. Ich so besser. Aha. Ist los. Ah. Ach so, da kann ich alles resetten. Ach du Scheiße. Ich würde ja aber dafür. Ha, wir weiß Dedelic. Ja, ja, Dedelic und so. Oh, ja, ich kenne. Also dann. Hey, Affen. Hm. Ich soll. Publikum. Na komm schon, wo ist die lässige? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Ach, für mich langsam auch. Zum Eingang können wir die jetzt hingehen. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen eine. In der man sich spielen kann. Wie kriegen wir denn? Können wir das da reinschicken? Sag mal, Cheese. Glatzen sind ja in, aber trotzdem. Ey, wir brauchen noch Haare oder was? Von dem Wombat vielleicht. Irgendwer die Models in diesem. Manzin haben schon dämliche Hüte. Mhm. Zuckerherz. Warte mal, gehen wir zu dem Dings hoch. Können wir denn nicht das Zuckerherz irgendwie. Damit kennt er sich nicht, aber geht es um die. Oh, Kunst der Romantik. Okay, die Bullenkugel. Damit kennt er da geht. Ja, okay. Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode. Ach, warte mal, vielleicht kann ich den hier kitzeln mit der Hand. Hier, nimm meine Hand. Das ist nicht deine Hand. Ach ja. Ich hätte ihn hier kitzelt, damit dann wäre er runter. Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen? Bingo. Mein Vorhaben. Steht unter einem guten Stern. Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Okay. Mein Vor. Bing. Mein. Bestimmt Elysium. Mein. Stern am Morgenhimmel. Es lohnt spät. Hey, können wir nicht mit der Bullen. Achso, ne, das sind wir eben schon. Ein Foto von ihm machen. Bingo. Das ist ein Bingo. Kann ich die Bremse nochmal lösen? Dann fährt er weiter. Genau darum heißt es Spaß Bremse und nicht Spaß Gaspedal. Okay. Kann ich das Ding ab. Nein, ich wollte das abbauen irgendwie, vielleicht, eventuell. Ich glaube ihm. Nein, hör doch mal auf. Können wir die Bowlingkugel dann? Hör doch mal auf. Können wir das anmalen? Nein, auch nicht. Ich glaube. Hier können wir aber auch nichts machen, oder? Also, der Wurstbrot ist auch hin. Das bringt uns auch nichts. Die Sicherung können wir da auch nicht mehr rein und raus machen. Können wir mit denen nochmal reden? Ich würde mit denen nochmal reden. Wenn du soweit bist, erst ein Roman, dann und schlimm. Ja, nein, achso, halt. Touché, alles klar. Man sieht sich hier. Sind mal minus 1. Ach,
immer flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Das war der, der auf dem schwimmenden Schrottmarkt war. Schrottmarkt? Nee. Können wir dem nicht die neue Zeitung geben? Willst du deinen Hut gar nicht ablegen? Nein, in meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher. Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose. Was ist das? Ein neuer. Auch nicht an. Okay. Was ist ein neuer? Vielleicht kann der hier mit dem Retro-Magazin irgendwas anfangen. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere gerade einfach irgendwas aus, weil ich... Kannst du die kommenden Hut-Trends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Ah ja, wenn du der Prophet bist, dann schon. Brauchst du ein... Nein, okay, ihr Zuckers. Man muss hey!